Willkommen zurück zur Folge 14 von Die Reise ins All, was bisher geschah. Wir erkunden unser Domizil, das Projektil. So wird das Raumschiff nämlich genannt, in dem unsere vier Allreisenden fröhlich gen Mars tuckern. Da gibt es neben erstklassiger Lektüre einiges zu erkunden. Heisens Laboratorium / Arbeitszimmer, das uns die Möglichkeit gibt, einige interessante Items zu brauen. Und der Maschinenraum, der mit fossilen Brennstoffen und der schaufelnden Kraft des Ulfes angetrieben wird. Aus Ermangelung an Privatsphäre entsteht eine unfreiwillig delikate Situation, als von Markwitz Fräulein Eleonore beim Umziehen erspäht und dann gemäß seines Naturells alles nur noch schlimmer macht. Und es kommt noch härter. Wir gelangen in einen Meteoritenschauer, der die strukturelle Integrität unseres Gefährtes jäh bedroht. Gut, dass der heroische Heisen unter Aufopferung seines Lebens einen Raumanzug hervorkramt, den von Markwitz anziehen und dann im Meteoritenhagel Lex stopfen muss. Das zieht allerdings eine unfreiwillige Kursänderung mit sich. Die Landung auf dem roten Planeten läuft eher unsanft. Das Projektil explodiert und Heisen erwacht in seinem trauten Heim mit seinen vier Kindern und seiner aus der Oper bekannten Frau Brunhilde. Doch als diese eine obertonreiche Arie schmettert, wird dem Professor seine Abneigung gegen klassische Musik bewusst und er identifiziert die gesamte Szene als marsianische Gedankenfalle. Das fällt ihm übrigens in einer Konversation mit Captain Jean-Luc Picard von der USS Enterprise auf, der aufgrund eines Zeitreiseparadoxons zugegen ist. Heisen ist auf jeden Fall in einem zur Wirklichkeit erstarrten Traum gefangen, kann sich mit der Kraft seines besonders wachen Oberstübchens aber befreien. Bleiben noch die drei anderen, die wir ebenfalls aus dem asianischen Nexus befreien müssen. Das, indem wir sie anpatschen. Viel Spaß damit. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu dieser Folge 14 von der Reise ins All, die sich immer noch im marsianischen Gedanken-Nexus Hokus Pokus abspielt. Ich befinde mich immer noch vis-à-vis mit Captain Jean-Luc Picard von der USS Enterprise und ich habe in der letzten Folge schandhafter und schuldhafterweise vergessen, euch mein Karnevalskostüm zu zeigen, das ich versprochen hatte. Ich habe es einfach beim Schneiden vergessen. Ich füge das jetzt mal hier ein, wenn ich es nicht wieder beim Schneiden vergesse, aber diesmal bin ich guter Dinge, dass ich mich daran erinnere. So sah es aus. Bitte eine riesige Runde Applaus für dieses Karnevalskostüm. Bevor wir aber weitermachen, kleine Sorry nochmal dafür, dass ihr wieder ein paar Tage auf diese Folge warten musstet. Ich habe mal wieder eine Ausrede parat. Ich hatte eine Weisheitszahn-OP oder ein Weisheitszähnchen rausgewuchtet und ihr könnt sicherlich nachvollziehen, dass mir dann einige Tage nicht so zum Sprechen zumute war mit dieser dicken Backe. Jetzt habt ihr heute aber die Folge, bevor ich mich, und das ist schon wieder eine Hiobsbotschaft für Folge 15, in den Urlaub verabschiede, dementsprechend nicht im Lande bin und auch da müsst ihr wahrscheinlich bis Mitte Dezember warten. Es tut mir sehr leid, bis die nächste Folge erscheint. Danach hoffe ich, es gibt keine weiteren Hürden oder sonstige Themen, die dazu führen, dass sich dieses Let's Play weiter verzögert. Apropos weiter verzögern, ich mach mal weiter mit der Story. Interessanterweise ist der Diener hier verschwunden, mit dem ich gesprochen habe. Ich guck mal, ob's... Also ich kann es hier noch weiter erkunden, aber hier scheinen keine weiteren Leute mehr sein. Aber vielleicht kann ich ja jetzt den Käse essen. Es ist alles Lug und Trug, da gibt es nichts zu sehen. Okay, also er möchte auch den Käse und den Waldmeister-Sirup nicht mehr konsumieren. Alles klar. Sehr schön. Für alle Österreicher unter euch, die sich in Wien befinden. Ihr habt die einmalige Gelegenheit, mich zu treffen. Ansonsten kommt gerne in den Discord-Server. Ich befinde mich, in der österreichischen Landeshauptstadt und freue mich sehr über alle, die ich da gegebenenfalls treffe. Denn meine Community-Treffen waren bisher immer in Köln, wo ich mich befinde. Dementsprechend komme ich jetzt mal zu euch, wenn ihr in Österreich wohnt. Sagt Bescheid im Discord, dann verabreden wir uns auf, was weiß ich, was Wiener Schnitzel oder sowas. Okay, hier gibt es scheinbar nichts mehr zu tun. Ich kann jetzt hier durch die ganzen Räume gehen. Vermutlich nichts mehr zu sehen. Es gibt auch keine Individuen mehr. Die ganzen Leute sind weg, verschwunden. Aber Jean-Luc Picard, in welche Gaukelwelt wollen Sie befördert werden, Professor? Gut, wir machen das mal von oben bis unten. Ich nehme fast an, ich muss alle drei machen. Ich kann aber aussuchen, welche der drei Charaktere, wessen Traumwelt ich betrete. Von Markwitz. Wir fangen mal mit dem an, mit unserem Protagonisten. Da wären wir. Es ist beinahe zu idyllisch für eine Fantasie unseres martialischen Leutnants. Hey, Soldat, hat er Feuer? Bumm, okay. Mehr als gestern, denke ich. Was ist dieser Markwitz eigentlich? Ein Klingone? Ein preußischer Leutnant. Klingon wäre im Star Trek-Sprech nicht so
Firm ist, ist eine relativ kriegerische, martialische Kriegerrasse, quasi kann man sagen. Eine an Aliens, das sind ja alles Aliens, es ist ja Sternreise, Star Trek. Ein preußischer Leutnant. So. Halt. Aber ich halte doch schon längst. Stimmt, weitermachen. Ist er? Okay, hier geht's scheinbar nicht raus. Ich muss in nördliche Richtung. Schaulustiger. Na, na, das sind unsere Plätze. Nun belästigen Sie uns nicht länger, mein Herr. Sind das so? Ist das sowas wie Laser Tag? Ist nicht Laser Tag, wie heißt denn das? Paintball. Also Fake-Krieg. Ist das nicht ein zu gewagtes Treiben, Gnädigste, sich derart nah an das Gefecht zu wagen? Ach, von den Hügeln da hinten sieht man noch gar nichts. Leider will mein Mann nicht wieder ins Heerlager. Gestern hat er uns noch hineinbuxiert. Ist das so eine Art Theme Park? Ist das Reenactment oder ist das echt? Halt! General von Mackwitz hat ausdrücklich befohlen, dass er mir auch ja die Zivilistenbagage vom Leib erhält, Kerl. Okay, hier geht's also scheinbar nicht lang. Was sagt er? Ach, das... Wo bin ich denn jetzt? Okay. Also ich habe auf Escape gedrückt, um rauszukommen. Möchte ich zu Protokoll gehen. Was mich wohl hier erwartet? Hast du an die Karten gedacht? Beste Stimme. Wo denkst du hin, Teuerste? Glaubst du, ich vergesse unsere Eintrittskarten zu dem Ereignis der Saison? Wie du siehst, kannst du ganz beruhigt sein. Ich hatte die Karten dabei. Wenigstens das bekommst du hin. Doch. Genug. Gleich sind wir unter Leuten. Fall da bloß nicht aus deiner Rolle als liebes, treues, braves Eheweib. Okay. Eine Art Empfang. Das ist Fräulein Eleonores großer Traum. Mhm. Die junge Dame scheint unter eklatantem Mangel an abgründiger Fantasie zu leiden. Okay, jetzt befinde ich mich... Also, ich kann scheinbar... so ein bisschen hin und her springen zwischen den Welten. Und er ist quasi mein Teleporter. Das verstehe ich. Das heißt, ich muss wahrscheinlich, das wird die Herausforderung sein, sukzessive dadurch. Hier lässt man mich nicht durch. Aber interessanter Hinweis, General von Mackwitz. Also nicht, also er scheint scheinbar vom Leutnant zum General befördert worden zu sein. Hier komme ich also ohne fremde Hilfe nicht lang. Ich nehme fast an, dass ich die Kreatur zuerst rekrutieren möchte oder muss, um diesen Herren mit ein wenig physischer Imposanz zu begegnen. Wir fangen aber mal, weil wir das schon gesehen haben, jetzt Fräulein Eleonores Themenwelt an. Ganz unverkennbar, hier geben sich die oberen 10.000 ein, stell dich ein. Da ist doch bestimmt mit einem Buffet. Hat man das damals Buffett ausgesprochen, aber ich sag's mal Buffet. Für eine kleine Leckerei ist immer Zeit, hihi. Professor, denken Sie an Ihre Mission. Ja, deine Frau, deine fiktive Frau hat da auch einiges zu sagen gehabt. Ja, doch, Sie unsinnlicher Mensch. Das sind Pferde mit korrektem Ton. Tja, was soll ich sagen? Eigentlich weiß ich gar nicht so genau, was ich hier mache und wozu ich überhaupt gut bin. Sie wurden aber nicht besonders detailliert erträumt, mein Lieber. Ja, das wird sein, das wird sein. Och, Mensch. Tja, ist es nicht auch mein? Also der ist doch die... Ist es nicht auch mein Diener? Diener. Guten Tag, meine Herren. Darf ich um Ihre Karte bitten? Guter Mann, ich habe weder die Zeit noch die Geduld, um mich auf derlei Spielchen einzulassen. Aber da ich Sie als verständigen Mann erkenne, weiß ich, dass Sie keiner dieser kleinen Karierten... Ihre Karte, mein Herr. Karte, Karte, Karte. Ich bin sicher, wir können auch ein anderes Arrangement treffen. Ihre Karte, mein Herr. Ist dieser Mensch denn ein Papagei? Ihre Karte, mein Herr. Bedauerlicherweise ja. Rosa Canina lediglich die Früchte heißer heißen Hagebutte, die Pflanze selbst hingegen. Oh, ich schweife ab. Okay, sind alles Hagebutten. Ich mag Hagebuttentee. Wenn ich krank bin. Metrische Tonne. Nicht Zwieback. Die kontroverse Zwieback-Diskussion hat sich auf meinen Discord-Server verlagert. Das fand ich sehr interessant, auch eure Meinung dazu zu hören. Ich bin immer noch der Meinung, dass es ungenießbares Hartbrot ist, aber ich gestehe euch eure Meinung zu. Eure falsche Meinung. Das ist die Art von Beef, die ich hier starten möchte. Ein offenes Fenster, hoho! Jetzt zeige ich, was ein Gelehrter vermag. Heimtückisches Biest, kannst du nicht ein Stück herunterkommen?
Wenn das Fenster nicht zum Gelehrten kommt, muss der Gelehrte eben zum Fenster. Aber wie? Ich muss hier übrigens mal mein Licht ein bisschen richten. So. Jetzt ist der Hintergrund heller. Das muss man auch während der Aufnahme machen. Geht nicht vorher. So, also, ich bin zu klein. Auch da kann mir gegebenenfalls... Die Kreatur könnte so eine Art Türöffner sein. Der kann mich ja hochheben. Und ich weiß nicht, also er ist ja... Für die Kreatur, er ist ja aus Leichenteilen zusammengesetzt, hat er jetzt quasi die Gedanken und Träume dieses Gehirns, das da vorher einem anderen Menschen gehört hat, ist er mental gelöscht worden, er lernt ja jetzt wieder zu sprechen. Oder ist das irgendwie so ein konglomerierter Traum aus den verschiedenen Körperteilen zusammengesetzt, wo wir dann bei, naja, ich spoiler mal nicht, bei einer gewissen japanischen Videospielreihe sind, wo das eben geht, dass ein Gliedmaß, das sozusagen wieder angenäht wurde, plötzlich den Charakter eines Menschen determiniert. Kreatur. Ja, okay. So einen Bäcker habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Himmlisch, diese Rosinenbrote und die Rumkugeln, da nasche ich zu gern. Das ist der sehnlichste Traum der Kreatur von Ulf. Ein Konditoreibetrieb. Ulfs schmackofatzige Konditorei. Das ist noch gar nichts. Ich kannte einen Admiral, der Holzfäller werden wollte. Schrecklich. Aber, wir warten auch. Also stellen Sie sich gefälligst hinten an. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, Palott, diese Kundschaft ist aber auf Ordnung erpicht. Hier kommt wohl nur Zwerg Alberich mit seiner Tarnkappe weiter. Das sieht nach allerfeinster Backwerkkunst aus. Hier ist wirklich ein Könner an der Arbeit. Okay, hier werde ich, aber wirklich vollumfänglich zur Raison gebeten. Gut, also, ein hohes, leeres Regal, um es zu füllen, benötigt selbst die Kreatur eine Leiter. Elende Gaukerei, dafür will ich nicht noch mehr sehen. Okay, lass es mich so ausdrücken, meine Möglichkeiten sind erschöpft. Ganz recht, hier endet die Schlange beim besten und beliebtesten Bäcker der Stadt. Keine Zeit zu warten. Du nimmst alle Leiter. Kann ich sie damit erschlagen? Die Leiter, habe ich die dann auch woanders? Ah, warte mal. Mit der Leiter komme ich durchs Fenster. Verstehe, ich kann quasi Items von einem Traum in den anderen überführen. Da werde ich mich auch anstellen. Stell dich nicht so an. Oder nehme ich doch noch ein Mehrkornbrot? Warten Sie, guter Mann, warten Sie gleich, habe ich mich entschieden. Das sind mir die Liebsten, ne? Ich gehe manchmal beim Bäcker, gehe ich rein, ne? Und ich weiß ja, was ich kriege und ich weiß auch schon, was das kostet. Ich habe in der Regel, habe ich das abgezählt da. Und dann hast du da vor dir jemanden, der wirklich 5 Minuten für ein Kundenberatungsgespräch braucht. Ich verstehe, man soll die Leute auch nicht hetzen, ne? Ist auch okay. Aber ich kriege immer die Krise, wenn ich dann morgens vor der Arbeit kurz noch zum Bäcker mir irgendwas hole. Und dann hast du jemanden, der erstmal sich durch das ganze Portfolio beraten werden muss. Also sagen, hier, gib mir bitte das, was ich hier liege. Ich habe sogar passend. Ich bin in 10 Sekunden raus hier. Mal überlegen. Also ein Bäcker ist doch, Bäckereifachbetrieb ist jetzt kein beratungsintensives Geschäft. Es ist ja nicht so, als ob man da irgendwie jetzt einen Bausparvertrag oder eine Immobilie kauft, sondern man kauft ein Brötchen. Wenn man halt den Worst Case hat, dann Allergien checken und so. Ich weiche nicht von der Stelle. Wir lassen das jetzt mal passieren. Tja, also so recht betrachtet müsste ich es mir doch noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Es sieht einfach alles so gut aus. Ja, dann geh nach hinten und guck's dir in Ruhe an. Du musst ja nicht die gesamte... Ich bleibe! Wirklich ganz sicher und wirklich, wirklich? Ja, ich warte und warte. Ich bleib hier. Hier wartet man sie ja zu Tode! Also kann man das jetzt nochmal durchgehen? Okay. Scheinbar ist die, sag ich mal so, sein Traum ist es scheinbar nicht, Bäckerei, Konditorei-Fach, Dinge zu verkaufen, Brot und Gebäck und Kuchen und Torten zu verkaufen, sondern intensive Beratungsgespräche mit sehr entscheidungs-
unfreudigen Kunden zu führen. Ach so, ja, nee, Moment. Dann, welche Gauke wählt? Dann nehmen wir mal die von Fräulein Eleonore, weil da haben wir jetzt natürlich einen Eingang. Fantastisch. Hoho, das erinnert mich an meine Jugendzeit. Ach, wie oft habe ich da gefenstert? Wusstet ihr, dass es einen Fachbegriff dafür gibt, jemanden aus dem Fenster rauszuschmeißen? Defenestration heißt das. Bildungsauftrag. Den habe ich wahrgenommen. Ich habe zwar keinen, aber ich tue jetzt einfach mal so. Wir haben hier diesen Pfeil. Ich speichere zur Sicherheit nochmal. Kann ja sein, dass ich gleich irgendwie erdolcht werde von dieser blauhaarigen Dame. Huch, haben Sie mich erschreckt. Beinahe hätte ich ein Glas fallen lassen. Entschuldigen Sie mich nun bitte. Ein Glas, ganz eindeutig. Ich weiß nicht, wer das Dienstpersonal ausgesucht hat. Man lässt doch seinen Kittel nicht hängen. Mit Fräulein Eleonores Verhältnis ist das ein geradezu verwegen wilder Traum. Du nimmst einen Kittel. Was kann ich mit dem Kittel anfangen? Ich könnte so tun, als ob ich von der Lebensmittelbehörde bin und die Konditorei inspizieren. Ich nehme nicht an, dass das die Lösung ist, aber es wäre nicht das erste Mal, dass ich irgendwas total Abwegiges gedacht habe und sich das dann als Wahrheit herausstellt. Es scheint festlich zu werden. Es gibt Shampoos. Ein ganz eindeutiges Glas, was haben wir? Ein silbernes Zigarettenetui. Das wird einem dieser jungen Weltmänner aus der Tasche gefallen sein. Zigaretten. Ach, zuweilen spüre ich, wie mir mein Pfeifchen fehlt. Da ist er wieder. Verzeihen Sie, mein Herr, ich habe das Buffet anzurichten. Genießen Sie doch so lange die Veranstaltung. Er verneigt sich. Nur ein paar Teller, die sich übereinander stapeln. Das wirkt nur etwas schmucklos. Kannst du mit den Zigaretten garnieren. Ich kann diesen livrierten Esel schon wieder hören. Ihre Karte bitte. Brr, dem gehe ich besser aus dem Weg. Gehen wir mal rein ins Getümmel. Grundgütiger, was für ein infernalischer Lärm. Nein, 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 es ist nicht zum Aushalten. Meine Ohren platzen gleich. Okay, gut. Nehme ich an, dass ich damit nicht zurechtkomme. Kann ich mir die Ohren kaputt rauchen? Zigaretten in die Ohren stecken. Sieht bestimmt lustig aus. Die billige Version des Pfeifenkrauts. Profan Zigarettentabak. Entweder rauche ich Pfeife oder gar nicht. Na gut. Einfach ein paar Ohren. Ne? Habt ihr jemals meine Ohren gesehen? Habe ich welche? Wie viele? Das ist die Frage. Kann ich dem Pferd eine Zigarette geben? Bitte rauch. Gut, Kittel. Wo habe ich denn den Kittel? Kann ich den irgendwie nutzen? Kann ich rauchen und dann den Rauchmelder anmachen? Aber das ist ja irgendwie... Gibt, glaube ich, keine Rauchmelder. Tja, dann gehen wir mal zurück zu von Magwitz. Vielleicht hilft uns da was. Wir versuchen es hier nochmal. Okay. Ich habe gehört, Sie sind gestern in das Lager spaziert. Wie sind Sie denn an den Posten vorbeigekommen? Ach, die geben Sie denen ein paar Zigaretten und sie fressen ihn aus der Hand. Leider habe ich heute nichts dabei, aber nun lassen Sie mich. Ja, okay. Gut. Muss ich die Zigaretten hier nutzen? Hä? Ach so, okay, verstehe. Hoho, ich möchte die Herren nur mit etwas Tabak erfreuen. Ah, Sie kennen die inoffizielle Parole, dann nimm her mit den Geschenken. Nimm auch, Kamerad. Dann gehe ich jetzt ins Lager. Hm, wie Sie sind noch hier? Ja, gehen Sie. Das ist extrem Rauchen. Kompetitiver Rauchsport. Hinüber, scheinbar. Oh, sei unbesorgt, ich saufe schon seit Jahren nicht mehr aus Eimern. Jede Aussage hat eine Geschichte. Diese möchte ich hören. Den Hafer will ich doch lieber den Pferden lassen. Ja. Kannst du
Haferdrink machen. Kannst du den Kaffee kippen. Muckefuck. Den Hafer will ich doch lieber den Pferden lassen. Ja, was schlawinert der hier rum? Wenn er nach dem Kriege kicken oder was? Das hat er hier verlext. Versteht er ja doch nichts von. Gemessen an diesem Exponat ist unser von Magwitz der reinste Feingeist. Ja, also es ist ziemlich authentisch hier, bis auf die Tatsache, dass Zuschauer, Zivilisten zugucken. Meine Güte, jetzt sehen Sie schon greise ein. Hier, Gevatter, nimm ein wenig Grünzeug, um dich zu tarnen, dann erlebst du noch den Abend. Du erhältst etwas Tarnmaterial. Kann ich das jetzt anwenden? Also ich nehme fast an, dass ich zurück in seine Welt muss, um mich umzuziehen, irgendwie. Aber erstmal erkundet, erstaunlich, das ist eine ungewöhnliche, geradlinig verlaufende EAK. Verzeihung, EAK? Explosionsabrisskante. Vielen Dank. EAK. Also das ist ja eine der Sachen, die ich so grandios an diesem Spiel finde. Dass man wirklich jede dieser einzelnen Szenerien ansprechen kann. Man kriegt einen interessanten Dialog, man bekommt ein bisschen Farbe. Wahrscheinlich habe ich davon auch schon eine Menge liegen lassen, aber es macht einfach Spaß, random Dinge anzusprechen, weil es mit dem nötigen Wortwitz und der Qualität ist. Dieses Geäst ist nicht weiter von Relevanz. Eine Sperre, um plötzliche Dragoner-Attacken abzuwehren. Dieser Baum ist noch vollständig, wenn auch nicht ausreichend begrünt. Puh, zum Glück würde ich abgelöst, davon knallt's gleich wieder gewaltig. Hier, ne, lieber ein paar Ohrenschützer, Kamerad. Vielen Dank, junger Mann. Was knallt da vorne so entsetzlich? Es ist nur der routinemäßige Artilleriebeschuss. Solange man sich zwischen den Sandsäcken aufhält, ist es einigermaßen sicher. Nochmals besten Dank. Ja, speichern wir mal die, weil wir gehen mal in die Richtung. Verstehe? Schon wieder ein Minispiel. Oh. Das geht. Das habe ich gemacht. Hey, du bist doch kein Grenadier. Auch das noch ein Schneemerker. Packt euch den Burschen. Ja, je ohne etwas, mit dem ich mich an meiner Haut erwehren kann, komme ich hier nicht vorbei. Ja, gut. Speichere ich mal. Es kann durchaus sein, dass ich damit etwas getriggert habe, was ich dann an anderer Stelle... herbekommen muss. Also fassen wir mal zusammen. Ich habe einen Kittel, ich habe Tarnzeug. Vielleicht muss ich das Tarnzeug nutzen. Tarnzeug, Äste und Zweige garniert mit Laub, Ohrenschützer. Ich möchte jetzt erstmal in meine... Ach so, ich habe die Ohrenschützer. Vielleicht gehe ich jetzt erstmal in meine Welt zurück. Achso, ich guck mal. Vielleicht kann ich mich ja irgendwie umziehen. Wahrscheinlich hier im Schlafzimmer? Also mein erster Impuls wäre, mich jetzt umzuziehen. Aber ich weiß nicht, ob das hier geht. Achso, das, Lug und Trug, wohin ich auch schaue. In Wirklichkeit bin ich auf 2 Zentimeter größer. Kann durchaus sein. Okay, also das heißt, nur eine Schmucktruhe. Okay, ich habe jetzt irgendwie gedacht, ich könnte mich hier umziehen und dann quasi mit Tarnzeug, aber die Ohrenschützer werden mir bei der Fräulein Eleonore Sidequest weiterhelfen, weil es da ja so bekannterweise laut ist. Dann tun wir das jetzt mal. So ein Krach, schnell die Ohrenschützer benutzt. Ja, welch Wohltat. Fräulein Eleonore hält so eine Rede, ob ich trotz der Ohrenschützer etwas verstehen werde. Danke ich Ihnen abschließend noch einmal für die Verleihung des großen Pressepreises. Wir alle wissen, wie sehr ich ihn verdient habe. Was gibt es da, die Stirn zu runzeln? Nun, meine sehr verehrten Herren, also sage ich artig Danke und rufe den traditionellen Satz. Ich bin am Ende meiner Rede und das Buffet ist eröffnet. Boah, endlich, bin auch schon halb verhungert. Genauso wie der Professor. Nichts wie hin, sonst wird mir am Ende wieder das Beste unter der Nase weggeschnappt.
Die Meute wird hungrig, geh lieber aus dem Weg. Buffet-Eröffnung. Höchste Alarmbereitschaft, nichts ist gefährlicher als ein hungriger Bauch auf zwei flinken Beinen. Weiche mit den Pfeiltasten den Essern aus. In etwa einer halben Minute hat sich die Meute auch schon über das Buffet ergossen, aber bis dahin ist der schmale Durchgang eine Art Todeszone. Weiche aus und habe viel Glück. Okay, der kam sehr, sehr schnell um die Ecke. Wupp! Das... Also, so schlecht sind meine Reaktionsmöglichkeiten nicht, aber das ist ja fies hier. Also, das ist fies, da hat man doch keine Möglichkeit. So viel dazu. Gutgütiger, beinahe wäre ich wegen ein paar Cremetörtchen zertrampelt worden. Du wurdest 12-mal angerempelt, du hältst 0 XP. Tja, gut. Ich sehe da nichts in mir. Ich habe gar nicht normalerweise so eine ultra schlechte Reaktion. Normalerweise. Vielleicht liegt es einfach wieder daran, dass ich da so 100 Uhr hier aufnehme. Aber das war schon sehr schnell. Man hätte ihn ein wenig weiter nach unten transportieren sollen. Dann hätte ich auch noch eine Chance gehabt zu reagieren. Oder aber es ist nicht gut von mir. Mein bekanntes Problem mit den Minispielen hier in diesem Spiel. Die entweder an meiner Inkompetenz scheitern oder eben an, ja, einem, was auch wie gesagt durch den RPG-Maker bedingt oft ist, nicht so gutes Gameplay. Traumhaft schön und alles ist Eitelgaukerei. Dem Stifter, Förderer und stetem Freunde der Pressangelegenheiten wird heißen Dank von seiner Freundesschar zum Andenken dargebracht. Aber wie ist das denn jetzt? Aufbegehren Warner von Ahornöl. Das muss ich mir lachendig lassen. Ich habe eine traumhafte Rede gehalten mit diesem Preis. Wachen Sie auf, gnädigst, wie ist alles Lug und Trug. Wie? Was, Professor? Was machen Sie denn hier? Ich fürchte, in trauriger Mission unterwegs zu sein. Ich komme, einen Traum zu zerstören. Ihren Traum, Verehrteste, oder besser gesagt, die teuflische Illusion, die Sie gefangen hält. Wovon reden Sie, nur ein Traum? Sehen Sie doch selbst, das Lügengespind beginnt sich bereits zu verflüchtigen. Fort, alles ist voll, aber der Preis, ich wollte ihn doch so sehr. Ja, die Falle ist ein Hinterlist, nicht zu überbieten. Aber so wie ich Gnädigste kenne, benötigen Sie keine Traumwelten, um Ihren Pressepreis zu verdienen. Sie haben recht, Herr Professor, und künftig werde ich nicht mehr so leicht den Kopf verlieren. So klingen Sie richtig, liebe Freundin. Vor der Tür wartet ein kahlköpfiger Mann. Versuchen Sie, seinen lächerlichen Aufzug zu übersehen. Er wird Sie aus dieser Gaukelwelt befördern. Lächerlicher Aufzug, das ist die Sternenflottenuniform. Heisen. Ich meine, es hackt. Traumhaft schön. Ja. Also ich hätte jetzt natürlich dieses Minispiel nochmal neu machen können, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich beim zweiten Mal besser schlage als beim ersten Mal, ist relativ gering. Jetzt sind hier auch alle Menschen weg. Das Buffet ist auch weg. Ja. Die Pferde, alles was lebt oder konsumiert werden kann, ist weg. So. Kreatur, Kittel. Tarnzeug? Hoho, gleich werde ich mit der Umgebung verschmelzen. Gut, dass ich das... Das sieht alles nach aller Fensterbackwertkunst ab... aus. Können wir mit den Leuten sprechen? Wer kennt es nicht? Den wandernden Baum. Gehen wir hier mal rein. Psst! Juhu! Komm doch mal rüber! Verkaufsgespräch unterbrochen. Busch spricht. Ja, ja, ich bin der sprechende Busch, sei so gut und mach die Klappe auf. Ulf könnte Gesellen gut gebrauchen. Du würdest einen sprechenden Busch als Gesellen einstellen? Ich glaube, du verkaufst nicht viel, wenn der Typ da vorne noch steht. Wann ist es eigentlich Notwehr? Geschäftsschädigendes Verhalten zu verhindern. Kann man dem nicht sagen, du hast jetzt 20 Minuten Zeit gehabt, dich für eine Backware zu entscheiden, hau ab. Ulf hat keine Vorurteile. Das ist schön, Ulf. Ulf ist ein guter Kerl. Aber Wesen nimmt nur Gesellen mit eigener Schürze oder Kittel. Habe ich. Das zeugt von Einsatzfreude.
Hoho, sieh nur, was ich hier habe, ein Kittel. Du bist ein guter Busch. Komm herein. Kummo. Hoho, Überraschung. Hä? Das hast du ganz richtig erfasst. Hä? Ich fürchte, ja, es ist alles nur eine Illusion. Aber warum musst du die Klappe dafür auf sein? Hätte er nicht einfach sagen können? Hätte er sich nicht einfach hinter den Herren mit ähnlich partieller Haarmode wie mich da vorne hinstellen können und sagen, hey, Ulf, hi, grüß dich, ich bin's. Hör mir zu. Wofür dann, wofür braucht der, muss er sich als Busch verkaufen und als Kittel? Das ist wieder so eine Sache, was so ganz viele Adventure-Spiele haben, auch die geilsten Adventure-Spiele aller Zeiten, ne? Einfach, sei mal Quests, die an Realismus nicht zu, überbieten sind. Ne, wo man sich quasi 20 Mal um die Ecke denken muss, aber ich gestatte es. Wenn ihr ein Adventure sehen wollt, der tägliche Plug. Ich muss es ja immer machen, wenn ich so lange Pausen zwischen den Folgen habe, muss ich meinen ganzen Backlog, also meinen Hintergrundkatalog an Let's Plays immer pushen. Heute pushe ich euch Virtuaverse. Ja, das ist auch ein Adventure, was ich gespielt habe, wo auch die Logik mal manchmal ein wenig fragwürdig ist. Fürchte, ja, es ist alles nur eine Illusion. Du hast recht, die Herren des Mars haben einen üblen Schabernack mit uns getrieben. Aber der Spuk ist vorbei. Yes. Warte nur ab, gleich bist du wieder in der wirklichen Welt. Transport durchführen. Fragen Sie mich bloß nicht, wie diese Technik genau funktioniert. Ihre oberste Direktive verbietet es Ihnen, richtig? Ach was, ich habe einfach nur keine Ahnung von Technik. Torta Majestata aus der Gattung der Wurfgebäcke. Wurfgebäcke. Das Feuer verströmt keine Wärme, bald ist diese Illusion vollends verblasst. Ist alles Lug und Trug. Subi. Ja. In die Gaukelwelt von Magwitz. Wieder so ein Gameplay-Experience kommt, die ich nicht vorher sehe. Wir versuchen es doch. Hier habe ich mich ja gut geschlagen. Hey, bleib stehen. Was hast du beim Zelt des Generals zu suchen? Reizen Sie mich nicht, meine Herren. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Tortenschlacht. Du bist beinahe unbesiegbar, denn du hast Torten. Wirf sie mit Ente auf den Feind und lass ihn unter der Zuckergussmasse erstarren. Doch Achtung, komme den Wachsoldaten nicht zu nahe. Es sind kräftige Burschen darunter. Nicht so schnell, Herr Kamerad. Zack. Unflätiger Lärm. Werde gleich dazwischen gehen. 4 preußische Grenadiere ertortet. Ein gutes Wort. 0 Treffer eingesteckt. 100 XP. Man muss dazu sagen, deswegen mache ich das andere Minispiel nicht neu, dass die XP-Rewards, die man bekommt, kaum irgendeinen Unterschied machen ab diesem Punkt. Ich glaube, wir brauchen jetzt irgendwie mehrere 100 oder 1000, um mal überhaupt ein Level zu bekommen. Das sehe ich also als vernachlässigbar an. Also, da steht er jetzt. Ja. Also gut, im Moment brauche ich noch, ja, knapp, genau 206, um das nächste Level zu bekommen. Aber ja, ihr seht, die Levelanforderungen steigen. Dementsprechend kann ich 100 verlorene Experience Points so gerade noch, ertragen, überleben, entschuldigen. Wünsche nicht länger gestört zu werden. Bereite gerade den tollkühnsten Angriff aller Zeiten vor. Aber, lieber Leutnant, kommen Sie zu sich. Hier ist alles nur ein Traum. Erkennen Sie mich denn nicht? Ja, schon längst erkannt. Wollte aber noch ein wenig weiter Krieg spielen. Also Sie nun wieder. Marsch, marsch, ab in die Realität. Jawohl. Top. Prächtig, prächtig. Damit ist auch der letzte Gefährte befreit. Sehr schön. Professor. Oh Gott, vorher war doch mal die Musik. War doch auch Castlevania, oder? Super Castlevania 4. Real Troll hat da ziemlich in dem exzellenten Soundtrack gebildet. Wachen Sie auf, Professor. Jesus. Kommen Sie zu sich. Oder ist das Castlevania? Ja, Mist. Riecht es ein wenig angebrannt. Das bin ja ich. Wir sind auf den Mars gestürzt. Da bleiben ein paar Blessuren nicht aus. Alles eine scheinbar sauerstoffhaltige Atmosphäre. Ich habe Ihnen unendlich zu danken, Kapitän. Lassen Sie mich eine kleine Stegreifrede. Bitte, dafür bleibt keine Zeit. Ich muss in meine eigene Ebene zurückkehren.
Was getan werden musste, habe ich getan. Fortan liegt es wieder allein bei Ihnen. Scheitern Sie nicht. Sie sind ein schrecklich eiliger Mensch, aber gut, dann nehmen die Kurzform. Danke. Ha, aber ja, das ist es. Mir kommt gerade eine formidable Idee, Herr Kapitän. Wenn Sie aus der Zukunft kommen, wissen Sie doch bereits, wie all das hier enden wird. Das ist eine ungemein gute Idee, denn Sie haben vollständig recht. Eine Person zum Hochbeamen, Energie. Ja, aber er möchte kein Zeitreiseparadoxon verursachen. Ach, immer diese unerträgliche Raserei. Wir scheinen mit einem ordentlichen Rums auf dem Mars hinabgefahren zu sein. Guten Morgen, Gnädigste. Ja, ich habe geträumt, auch von Ihnen. Die Gedankenfalle, jetzt fällt es mir wieder ein. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Professor. Sind diese lustigen Bewegungstentakel auf dem Boden roter Farbe dafür etwa verantwortlich? Geht einfach nur Wind oder leben die? Nicht der Rede wert, wecken wir einfach die anderen auf. Passiert nichts. Guten Morgen, mein Bester. Auf die Beine mit dir. Eine bemerkenswerte Aufstehtechnik. Na komm, wir haben einen Planeten zu untersuchen. Oh, was für ein Glück, er sieht unverletzt aus. Was sollen denn diese Blicke? Ich habe mich bei jedem gefreut, dass er unverletzt ist. Bei jedem! Oho, dann wachen Sie erst einmal auf, Herr Leutnant. Sie werden schon sehen, nicht erwartet. Jedem Einzelnen habe ich mich gefreut, jawohl! Gefechtsbereitschaft wiederhergestellt. Dann auf! Entreißen wir den Herren des Mars ihr Geheimnis! Das machen wir in der Tat, wir sind wieder vollständig. Gespeichert von Magwitz, Leutnant. So. Genau, das ist unsere Party. Ihr seht, wie gesagt, zum nächsten Level sind es oft 600 Erfahrungspunkte. Das heißt, 6 dieser Minispiele. Kein Verlust, also ein Trümmerstück. Wird nicht kommentiert. Ein Trümmerstück, was ist das? Erbrochenes? Oi! Na gut! Das habe ich jetzt so nicht eingeschätzt. Ich greife mal an. Fressfelsen. 250 HP. Relative Waffenunempfindlichkeit. Elemente Kälte, Wasser, Rammen. Kälte, Wasser, Rammen. Was haben wir? Ja gut, ich greife mal an. Ich konserviere mal. Rammen, allgemein. Ja. Da muss er wieder heißen ran, ne? Eis. Sehr schön. Mal sehen. Der Fressfelsen. Na gut, so von Erfolg gekrönt war das nicht. Dann whitteln wir mal die HP nach und nach runter. 53 HP. Schön. Das ist eine Menge. Heilung. Erneuert 30 HP. Das wollen wir mal sehen. Okay. Jetzt wollen wir mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte das bekommt. Ja, 99. Okay. Merken. Diese Viecher sind ein wenig fies unterwegs. Wundsalbe mache ich jetzt nicht. Die habe ich schon wirklich gemacht. Ich versuch's mal mit der Heilung. Sollte reichen. Erst einmal. Ist es wieder ein Fressfelsen hier? Ein Trümmerstück. Was? Ist es wieder einer? Okay. Mein stolzes Projektil! Hat sich als Artilleriegeschoss doch prächtig bewährt. Finde, wir haben dem Mars eine ordentliche Kerbe zugefügt. Aber wie ist das mit Zurückkommen? Naja, eigentlich scheinen die Marsianer ja raumfähig zu sein. Okay, also da ist das wohl explodiert. Was haben wir hier? Das hat mir aber keine HP abgezogen. Macht keinen Unterschied scheinbar. Ein Trümmerstück. Okay, dann gibt es hier nichts weiter zu tun. Das habe ich eigentlich schon angesprochen, ne? Aber vielleicht ist das jetzt auch ein Fels. Nee. Das ist kein Gegner. Oha. Wüste? Diese Weite! Diese marsianische Kälte! Diese tote Öde!
Wolf. Hat er gar nichts dazu zu sagen. Wüste leer. Ohne geeignete Ausrüstung wäre es Wahnsinn, tief in eine solche Zone des Todes vorzudringen. Okay, dann machen wir das jetzt nicht. Was können wir sonst machen? Landeplatz? Gehen wir jetzt wieder automatisch rein? Ja. Dann ist es so. Wir haben Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen im Angebot. Das ist eine Route. Was haben wir hier? Nein. Sitzt felsenfest. Mir scheint hier ein Bauteil zu fehlen. Ach, wage die Frage, woher Herr Professor das denn so bestimmt wissen wollen. Ein offener Arbeitsklappe, ein Loch und einige leere Halterungen im Gehäuse legen einen Verdacht nahe. Aha, empfehle sofortige Suche nach fehlendem Brückenteil. Wo sollen wir mit der Suche beginnen? Wir können doch wohl kaum den ganzen Planeten durchforsten. Auf einem ordentlichen Planeten findet sich alles wieder an. Scheinbar nicht auf dem Planeten Erde, was ich schon alles verlegt habe. Es macht einfach Spaß. Das hier wird nicht kommentiert. Ist dieser Stein auch zu irgendwelchen gewalttätigen Auseinandersetzungen bereit? Ja, nee, war ein Versehen. Okay. Das heißt, ich habe eine epochale Anzahl an Möglichkeiten. Ich kann also wieder hier in dieses... Ist das eine Zivilisation? Ich gehe hier mal hin. Das scheinen mir Marsianer zu sein. Was für ein erhabener Augenblick. Wir betreten eine marsianische Stadt, meine Herren. Aha, besiedelt. Wünsche dem Bürgermeister zu sprechen und Kapitulation entgegenzunehmen. Ach, geben Sie doch für einen Augenblick Ruhe. Echt mal. Bislang tritt man uns mit weniger Feindseligkeit entgegen, als zu erwarten war. Warten Sie nur ab, Professor. Am Ende entpuppt sich alles als furchtbares Missverständnis. Schnickschnack, bin von Kopf bis Fuß auf Kampf eingestellt. Denke, diese Zwerge sind schnell bezwungen. Aus, Leutnant! Dann will ich mich einmal bemerkbar machen. Ich habe eigens eine kleine Ansprache vorbereitet. Juhu! Liebe Masa... Juhu, liebe Marsianer, Besuch ist da! Schnurz, kling, klang! Ach, pardon. Ich wollte sagen... Hui, baka, kabimmel, udongo! Hatata, pupu! Suwu, suwu, kleiner Mann! Hoho, was für ein putziges Gärtchen! Sie sprechen Marsianisch, Professor? Nicht nur das, Gnädigste, nicht nur das, ich verstehe es sogar. Bedenken Sie mein Abenteuer. Seit ich dem geheimnisvollen Kristallapparat ausgesetzt war, hat sich mein Wissen um den Mars... Ja, ja, Geschichte ist bekannt. Hat der Kleine nun kapituliert oder muss ich ihm erst Beine machen? Hubi, hubi, hei, hei, hei. Was hat er denn überhaupt gesagt? Er meint, er hieße Ei, hei und ist ebenso erstaunt wie erfreut, unsere Bekanntschaft zu machen. Ich finde das äußerst anstrengend, ständig auf die Übersetzung zu warten. Na gut, ab sofort übersetzt das Programm automatisch vom Deutschen ins Marsianische und zurück. Danke, liebes Programm. Was der RPG-Maker alles kann. Firma dankt. Nanu, wo kam denn auf einmal diese Stimme her? Ach, sei unbesorgt, kleiner Mann. Die Stimme tut nichts und auf der Erde hören wir sie ständig. Seid ihr auch Äffchenfremde? Verbitte mir seinen Tonfall, Kerl. Bei der nächsten Frechheit werde ich ihn fordern. Äffchen, ich verstehe nicht recht. Ist es denn gegebenenfalls so gewesen, dass die Marsianer auf die Erde kamen, als sozusagen noch der gemeinsame Vorfahrer aus Menschen und Affen existierte und dass er dann gesagt hat, du bist jetzt und quasi die menschliche Evolution zu dem, was wir heute sind, vorangetrieben hat? Das werden wir nun herausfinden und ergründen in diesem Spiel. Du sollst arbeiten, Kreatur. Oh oh, der Herr hat mich schwatzen sehen. Ja, aber was hast du denn vorher gemacht? Du standst da auf dem Turm und hast gechillt, supi. Ja, 1A Arbeit. Briefbeschwerer für das Silo. Was ist das? Guten Tag, mein Herr. Wir sind friedliche Besucher von Ihrer Welt, wenn ich mich vorstellen... Ja, zu schweigen. Diese Äffchen stammen anscheinend von der Nachbarkugel. Ich werde sie untersuchen. Zunächst wende ich mich den Innereien zu. Tentaklerwache. Das heißt, die Tentakler sind die Bösewichte. Ich schätze sie zunächst einmal ein und der Rest der lustigen Mannschaft darf beherzt draufprügeln. Kennerblick. 200 HP, das sind weniger. Schusswaffen durchschlagen den Glibber, ohne größeren Schaden anzurichten. Feuer, Donner, Schläge. Mhm.
Ja, aber dann wissen wir doch Bescheid. Feuer, Donner, Schläge. Hab ich denn Donner? Ich habe keinen Donner. Doch, ich habe aber Feuer. Aha. So, dann verblubbern wir mal den Glibber. Der Heisen kriegt ziemlich aufs Maul. Eleonore, heile mich! Flamme ist gegen alle Gegner, ne? Oder ist Flamme mehr? Ich bin Feuer und Flamme. Gegen den mache ich es mal nicht, weil ich seine HP, glaube ich, ganz gut dezimiert habe. Nebelwolke, ich habe jetzt einen längeren Kuraufhalt besser nötig, so Gedöns. Der hat es ganz gut aufs Maul bekommen, das stimmt in der Tat. Ich bin fest davon ausgegangen, dass er das jetzt auch noch überlebt. Dass er das jetzt nicht überlebt, im Gegensatz. Dafür darf Eleonore den lieben Heisen heilen. Och, Mensch. Ja, so. Sieg. 113 Experience Points dafür. Och, 100 Taler. Heisen hat Level 12 erreicht und den Eiskristall gelernt. Blub. Ausflug ist ganz nach meinem Geschmack. Nächster. Ihr habt einen Herrn erschlagen. Uiuiui. Uiuiui. Böse, böse, böse. Kommt schnell. Folgt mir. Kommt, Äffchenfreunde, hier herein. Weiß nicht, das geht mir alles ein wenig zu hastig. Oh, eine Einladung in ein Maßhaus schlage ich gewiss nicht aus. Kommt, Freunde, hinterher. Ich tu nichts. Da hinein. Mach schnell, liebe Äffchen. Wird er es wohl noch lernen, uns nicht als Äffchen zu bezeichnen, Bursche? Das ist nicht der richtige Zeit für, die richtige Zeit für Benehmen Unterricht. Schnell, schnell, liebe Na? Der von Magwitz ist so wütend, dass ein zweiter Buchstabe in seinem Nachnamen großgeschrieben wird. Ehrenwerte Gäste. Na bitte, geht doch. Schön. Diese Pflanzen sind etwas eigenartig. Sie haben es aber sehr gemütlich hier, Herr Ai-Hai. Aua. Die Decke stürzt noch vollends ein, wenn das so weitergeht. Gemütlich, gar keine Frage. Schön, ich habe wieder die Kontrolle, ich speichere. Ich würde sagen, das Haus von Herrn Ai-Hai erkunden wir noch ein wenig. Aber erst einmal wird mein guter Professor noch ein wenig geheilt. Ich glaube, das lohnt sich. Ich versuche mal, ja, mittlere Heilung, er erhält 120 HP, so viel hat er einfach nicht. Es ist aber wahrscheinlich effizienter, mit einer mittleren Heilung zu arbeiten, als mit zwei normalen Heilungen. Merke ich mir das. Also wieder ineffizient gewesen. Das ist ja schlimm. Die Fauna der Marskugel scheint mir um einiges vitaler als ihre irdische Verwandtschaft zu sein. Wupp! Du findest eine Badekur. Gibt es auch auf dem Mars. Donnerlittchen, ein Tibometer. Das ist ein ungemein fortschrittlicher Haushalt. So, wir haben es von den Tentaklern bekommen, damit wir immer wissen, wie kalt und trocken es ist. Sind ja doch ganz nette Gesellen, bis auf die Tatsache, dass sie mich eben umbringen wollten, aber das habe ich bereits vergessen, weil ich ein zweifelhaftes Kurzfreiheitsgedächtnis habe. Die Tentakler schätzen es nämlich nicht, wenn ihre Sklaven erfrieren oder verdursten. Sklaven sind's also, verstehe. Zumindest nicht, bevor die Arbeit getan ist. Wiederhole, sind ja doch ganz nette Gesellen. Magwitz, nur ein wenig Sand, der durch die Fugen rinnt. Ein dickes Fenster hält die kalte, trockene Marsluft ab. Sie haben hier überaus interessante Pflanzen, mein Lieber. Ah, die Kopfwedler, sie sind unsere große Freude. Sie sind die geborenen Gärtner, müsst ihr wissen. Wir waren es zumindest, bevor wir zu den Dienern... Wir waren... Ja, ihr habt es verstanden. Wir waren es zumindest, bevor wir zu den Dienern der Tentakler wurden. Hier kam kürzlich ein kleiner Teil der Decke runter. Das Rohr ist auffallend warm. Die Bauweise des Ai-Hai-Hauses lesen. Mars, Erde und Wasser werden zu einem Gemisch verührt. Das sich in der trockenen Marsluft geschwind zu einer festen Substanz verbindet. Solange die Behausung in regelmäßigen Abständen mit Wasser besprenkelt wird, ist das Baumaterial dauerhaft fest. Um auch in den kalten Marsnächten ein Höchstmaß an Wärme zu genießen, werden die Schlafräume unterirdisch angelegt. Jetzt ist die Frage, geht's weiter, wenn ich hier durchgehe, oder geht's weiter, wenn ich mit ihm spreche? Ich spreche mal mit ihm. Hier könnt ihr erstmal untertauchen, bis sich die Aufregung gelegt hat. Vielen Dank für deine Hilfe! Oh, es war sehr leichtsinnig, von euch einen der Herren zu töten. Sie sind sehr mächtig. Aber wenn ihr hier bleibt, wird alles gut, hoffentlich. Erzähl mir von dir, Ai-Hai. Oh, du scheinst zu meinen, mein Name war Ai-Hai, liebes Weißfelläffchen. Weißfelläffchen? Oh, ich mag den Knirps, aber sag, wie heißt du dann? Wir sind die Ai-Hai. Das ist der Name meines Volkes. Ich bin einfach der, der ich bin. Du hast gar keinen Eigennamen, aber wie haltet ihr euch dann auseinander? Es ist ja nicht so, dass wir alle gleich aussehen. Nun ja. Wir sind diese Tentakler.
die Herren, schreckliche, mächtige Herren, sie sind stark, die Ei-Hei schwach, so war es schon immer. Sind die Tentakler die Herren des Mars? Sie sind furchtbar stark und furchtbar mächtig, wir dienen ihnen treu. Klein ist hilfsbereit, aber nur bedingt hilfreich, ich fürchte, so kommen wir nicht weiter. Höfner Sklave. Ja, Herr, die Ei-Hei machen immer, was man ihnen sagt. Verräterische Kröte. Hier sind die Eindringlinge, Herren. Euer treuer Richter hat sie für euch aufgehalten. Und aus dem Weg mit dir, Sklave. Ich hoffe immer noch auf eine gütliche Einigung. Bring mir das Weibchen und die anderen Äffchen zum Schweigen. Tentaklerwache erscheint. Drei an der Zahl. Das wird jetzt ein etwas herausfordernder Kampf. Ihr kennt es normalerweise über Springkämpfe, die wir schon hatten. Gegen drei haben wir noch nicht gekämpft. Und aufgrund der schwierigeren Schwierigkeit, machen wir das mal so, der Schwinger wird an dieser Situation, glaube ich, etwas helfen. Der kann Hieb stampfen. Wir probieren es mal mit dem Stampfen. Ja. Eleonore darf angreifen, auch wenn das jetzt nicht so viel bringt. Und er darf Flamme machen, Flammenlinie, ein feuriger Angriff auf alle Gegner. Ich kann jetzt natürlich gucken, ob ich einen relativ schnell kaputt kriege. Und das mache ich auch. Oder? Mache ich mehr Schaden? Ich mach's mal so. Ich guck mal, was die Flamme so kann. Sie treffen nicht so gut. So lobe ich mir das. Ja, natürlich der Schock. Verstehe, okay. Der Schwinger war eine gute Investition. Ich würde sagen, wir konservieren ein wenig Punkte, weil Ulf nicht so viel davon hat. Heilen können wir... Ich glaube, die Gruppenheilung hilft ein wenig. Und Heisen darf mit der Flammenlinie weitermachen. Gibt ihrem Kumpan eine Medizin. Mentale Konzentration. Hier wird nichts mediziniert. So behandelt man doch keine Dame. Das war auch notwendig. Ja, den Schwinger mal weiter. Ulf darf weiter draufhauen. Und Eleonore darf die mittlere Heilung auf sich selbst machen. Ja. Und Heisen darf weiter mit der Flammenlinie agieren. Heute Abend gibt's Tentakel klein à la Magwitz. Eleonore heilt. Nebelwolke. Ulf ist geblendet. Ja, das wollen wir ja nicht. Och, warum meine physischen Angreifer? Das ist unfair. Wenigstens einen haben wir erwischt. Habe ich was dagegen? Badekur. Ah, aber ich würde sagen, die sind sowieso bald im Eimer. Ich versuche einfach nochmal mein Glück mit roher Gewalt. Während Eleonore nochmal die mittlere Heilung auf Ulf ulft. Ja. Machen wir die Flammenlinie nochmal. Der mittlere ist auf jeden Fall wieder so ein Heilbro. Aber nicht mehr lange. So. Einmal Feuer. Ja, Wassersturz ist schon eine aufreibende Angelegenheit hier. Komm schon! Menschenskinder. Von Magwitz ist nicht mehr geblendet. So lobe ich mir das. Was heilt denn so eine Medizin? Eleonore darf nochmal die Gruppenheilung machen. Ach scheiße, jetzt habe ich angegriffen mit Herrn Heisen. Menschenskinder. Das war eine sinnlose Runde. So, jetzt aber Feuer. Der physische Angriff ist ganz okay. Ulf! Geht doch. Sieg! Ja, also mal berechnet. Es hat so ungefähr 75 gekostet, Flamme zu machen. Und Feuer an sich hat, glaube ich, nur weniger als ein Drittel davon. Von daher lohnt es sich, Flamme zu zaubern auf einen einzelnen Gegner, wenn er nicht dem Ableben nahe ist. Aber 339 Experience Points und damit ein Level-Up für von Magwitz. Eleonore, die ein Kurbad bekommt, das mir sicherlich an dieser Stelle hilfreich ist. Nun zu ihm. Klappt er uns, ungestraft hintergehen zu können. Oh, oh, bitte tut mir nichts, das Sonderherrn wird schon schlimm genug. Du warst äußerst unartig, das muss ich schon sagen. Ich glaube kaum, dass wir so einfach darüber... Bitte, bitte bestraft mich nicht. Ich zeige euch, warum ich mich nicht gegen die Herren auflehne. Gedanken-Control-Chip und er explodiert sonst. Will er sich etwa herausfinden, Kerl, braucht er gar nicht zu versuchen. Verzeih er nie. Kommt und seht.
Sehen wir uns an, was der Bursche da unten hat. Zwecklos, lass mich ohnehin nicht erweichen. Ulf neugierig. Mario auch neugierig. Ihr auch neugierig. Heute keine weiteren Inhalte mehr. Wir haben schon wieder eine respektable Folgenlänge erreicht. Folgendes, genau, also, das war die erste Episode auf dem Mars, nicht nur in der marsianischen Traumwelt, die erste ganze Folge auf dem Mars, einerseits in der marsianischen Traumwelt, wo wir die drei Recken befreien konnten, durch die Kraft des Heisens, und ja, wir befinden uns nun auf dem Mars, wo ein Konflikt zwischen den Ai-Hai und den fiesen Tentaklern zu drohen scheint. Die Tentakler versklaven die Ai-Hai. Und wir werden natürlich alles weiter erforschen. Gehen hier auch in den Keller, glaube ich, ist das. Aber erst in der nächsten Folge. Wie gesagt, die kann ein wenig auf sie warten lassen. Versuch's euch schnellstmöglich zu kredenzen. Vor meinem Urlaub gelingt es mir aber wahrscheinlich nicht mehr. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr Like und oder Abonnement da lassen würdet. Und dann wieder zur Folge 15 von Die Reise ins All einschaltet, wenn wir weiter den Mars erkunden und den Konflikt zwischen den Ai-Hai und den Tentaklern. Bis dahin, bleibt bitte gesund. Euch eine schöne und besinnliche Zeit. Macht's gut. Bis dann. Ciao.